Cool. Und irgendwie die kennt ihr schon, wenn ihr das immer mitgemacht habt. Die kombinieren wir aber mit was Neuem. Wir machen quasi Kniebeuge mit nach vorne krabbeln und optionalen Liegestütz und wieder zurück. Und ein paar Durchgänge im Wechsel mit Sit-Ups. Also erstmal die Kniebeuge, wie gehabt. Fersen bleiben auf dem Boden. Ihr geht bis ganz runter in die Hocke. Dann kippt ihr nach vorne. Bleibt mit dem Hintern unten. Krabbelt nach vorne. Wer kann, wer will, wer möchte, macht den Liegestütz. Auch auf Knien gestartet, kommt wieder hoch, Hintern bleibt unten, krabbelt wieder zurück, kippt auf die Fersen und wieder hoch. Das ist quasi eine Wiederholung. Ja? Also schön runter, nach vorne kippen, Hintern unten lassen, nach vorne krabbeln, Liegestütz, Hintern unten lassen, zurückkrabbeln und hoch. Davon macht ihr 5 bis 10 Durchgänge, je nach Fitnessniveau und geht dann direkt in den Sit-Up. Hier könnt ihr mit Schwung arbeiten, ist kein Problem. Ihr müsst die Füße auch nicht fixieren, könnt ihr aber gerne machen, wenn ihr wollt. Wichtig ist nur, wenn ihr sie nicht fixiert, dass ihr die Fersen auf dem Boden lasst. Und dann geht ihr hier hin. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, Schwung holen. Das heißt, ich berühre hier mit den Händen, komm ja hoch, berühre hier vorne. Ja, kann ruhig ein bisschen Schwung dabei sein, ist kein Problem. Wenn ihr das nicht wollt, fixiert ihr irgendwo die Füße unter dem Heizungsrohr. Passt auf, dass es nicht abreißt. Und dann legt er los. Und hier so 10 bis 20 Stück und dann direkter Wechsel. Wenn ihr eine Pause machen müsst, dann macht das dann. Ansonsten ohne durchziehen. 10 bis 20 Runden. Sportfrei, bis gleich.